Hallo liebe YouTubis und Pferdefreunde. So, ich habe jetzt meinen Hundeschal vom vorigen Video noch um, aber egal, es ist jetzt ein Pferdethema. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Es geht um das Thema Barhofbearbeitung. Und ich werde ganz oft angefragt, oder bei mir wird ganz oft angefragt, Mel, mach doch mal wieder ein Barhof-Video und zeig doch noch mal was. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß dann immer gar nicht, was soll ich denn da noch filmen, weil ich habe doch zwei Tutorial-Videos gemacht, wo ich insgesamt zeige, wie ich es mache. Und dann habe ich ja noch das ein oder andere Detail-Video und mir fällt eigentlich so gar nicht ein, was ich noch so machen könnte. Und von daher denke ich, es ist doch alles irgendwie schon gesagt worden, was zur normalen Hufbearbeitung gesagt werden muss oder gezeigt werden muss. Also deswegen... Sicherlich werde ich nochmal das ein oder andere Barhof-Video machen, aber also ich habe so gar nicht so die Idee, was ich denn noch so zeigen könnte. Also weil das ist ja auch so, ich mache ja auch nur meine eigenen Pferde und auf jeden Fall nur meine eigenen Pferde selber und habe dann natürlich auch keine so Fallbeispiele, die ich so zeigen kann. Natürlich unterstütze ich auch Leute, die hier so Fragen stellen und mache dann so anhand von Fotos, dass ich sage, so hier so und so, das könntest du dann machen, aber ich bearbeite ja keine Hufe von anderen Pferden, dass ich sagen kann oder dass ich da Videos machen könnte und zeigen kann, so, wenn wir das so und so haben, dann macht ihr das so und so oder so. Also deswegen ist es für mich jetzt so schwierig, neue Barhofbearbeitungsvideos zu machen. Sicherlich, es werden noch wieder welche kommen und vielleicht auch noch mal das ein oder andere Detail. Aber es im Grunde genommen decken meine beiden Hauptvideos zu dem Thema das eigentlich schon ab. Wenn ihr aber da noch Fragen habt und wenn ihr noch mal irgendwas genau sehen wollt, dann lasst es mich wissen, dann kann ich mal ein Video machen. Ich muss aber auch sagen, es ist für mich auch nicht einfach, Hufbearbeitungsvideos zu machen, weil ich die Videos immer alleine mache. Und das ist bei Hufbearbeitungsvideos, da die Details zu zeigen, ist schwierig. Denn meine kleinen Ponys, die sind ja auch so bodennahe. Da kann ich mit dem normalen Stativ nicht arbeiten. Da habe ich dann so ein kleines Stativ. Aber dann steht die Kamera immer im Weg und und. Also wenn man da keinen Kameramann oder eine Kamerafrau hat, ist das schwierig zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch nicht immer das richtige Wetter, so ein Video zu machen. Und wenn meine Ponys im Winter da, also man sieht kaum noch Hufe, weil alles voller Fell ist, dann kann man auch schlecht Videos machen. Also, Hufbearbeitungsvideos zu machen, ist gar nicht so einfach, dass sie dann auch gut werden und in einer guten Qualität drüber kommen. Das wollte ich eigentlich nur noch mal zu denen sagen, und dann, die also immer ständig darauf warten, so wann macht sie endlich ein neues Hufbearbeitungsvideo? Und ja, ich sage, guckt doch einfach die Videos an, die schon da sind. Aber ich will natürlich gerne eure Wünsche erfüllen, sofern denn welche da sind, wenn noch irgendwelche Unklarheiten sind oder wenn ihr noch Details sehen wollt. Aber wie gesagt, die sind dann auch, natürlich mache ich auch... Meinen Pferden ja auch nicht dauernd die Hufe. Also wenn das Video dann nicht sofort nach 2 Tagen da ist, dann bitte sei es mir verziehen, ja. Ja, das wollte ich eigentlich nur nochmal sagen. Und ich glaube, diesen Daumenlecks, den lassen wir jetzt mal. Das ist einfach eine Information für euch. Und ich sage, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, Go Vegan und Namaste. Tschüss.